Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Die neuen friesischen Sportpferde sind heute reingekommen und ich möchte mir jetzt gemeinsam mit euch ein Pferd kaufen. Ich habe mir schon einen Namen ausgesucht, schon eine Farbe gewählt und ja, kurze Info am Anfang des Videos. Ich werde es jetzt nicht mehr so machen, dass ich am Ende des Videos nochmal ein Musikvideo dran schneide. Das mache ich nicht mehr. Ein Musikvideo für mein neues Pferd wird morgen kommen. Das sind sogar länger. Ich habe nämlich überlegt, wenn ich auch mal gar kein Video zu machen habe, dann könnte ich ja mal für jedes der Pferde, die ich habe, langsam aber sicher, auch für die alten, Musikvideos machen, die ich dann in eine extra Playlist packe, weil so viele auch immer nach alle meine Pferdevideos fragen. Ich zeige ja jedes Pferd in Folge 100. Jedes, was ich neu gekauft habe, zu jeder 100. Folge. Aber ich habe mir gedacht, warum mache ich nicht mal für jedes Pferd ein Musikvideo, dass ich das so ein bisschen vorstellen kann. Es wird immer so um die Minute rumgehen, circa. Und ja, so viel vorweg. Und am kommenden Sonntag wird das große friesische Sportpferde-Leveln sein. Das heißt, kommt am Sonntag um 18 Uhr zu Idris geheimnisvoller Wagen auf Winterstar mit eurem neuen friesischen Sportpferd. Es wäre cool, wenn wir so viele wie möglich von dieser Sorte zusammenbekämen. Wenn ihr keins habt, auch überhaupt kein Thema, gar kein Problem. Aber ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich damit kommen. So, das war's jetzt aber auch mit den Infos zum Beginn des Videos. Ich werde jetzt losreiten und das Pferd meiner Begierde kaufen. Ah, oh, da war gerade ein... Ah, oh, da war der Schimmel. Süß. So, wir haben hier einmal den, ich würde schon sagen, dass es ein Rappe ist, mit leicht bräunlicher Mähne. Der erinnert mich persönlich ein bisschen zu sehr an den Friesen mit dem bräunlichen Stich, in der Mischung aus dem etwas helleren, Matten. Also den Matten in etwas heller und dann mit der Mähne von dem bräunlichen Friesen. Bin ich daher ein bisschen unspecial im Vergleich zu den Friesen. So viel schon mal vorweg. Also, das friesische Sportpferd hat plus 3 Stärke, plus 2 Disziplinen, 0 Geschwindigkeit und Ausdauer und plus 2 auf Agilität. Das heißt, ihr kommt mit dem besonders gut um die Kurven. Ihr könnt es ab Spieler Level 8 kaufen. Natürlich müsst ihr sowieso erstmal ein gewisses Level erreicht haben, um nach Eprona zu kommen. In den News heute stand, dass man 15 erreicht haben muss. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass in den alten News, wo Eprona rausgekommen ist, noch Level 16 drin stand und man muss ja noch andere Voraussetzungen erfüllt haben, questtechnisch. Ja, 890 Starcoins kostet das gute Tierchen. Und was steht denn in der Beschreibung? Friesen werden schon seit langem mit anderen Rassen gekreuzt, zum Beispiel englischen und arabischen Vollblütern. Über die Jahre entstand so eine einzigartige neue Rasse, das friesische Sportpferd. Diese Friesen haben lange Mähnen und haben einen netten und ruhigen Charakter. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Diese Pferde sind meistens sehr athletisch und haben eine gute Ausdauer. Ja, das ist Nummer 1. Dann haben wir da hinten noch stehen den Schimmel und den Fuchs. So, wir reiten mal herum. Das englische Vollblut ist auch so hübsch. Hier sind so schöne Pferde in New Hillcrest. So, hier haben wir den Schimmel. Der ist auch sehr, sehr schön. Nicht so ein ganz strahlender Schimmel, nicht so ein ganz extrem strahlendes Weiß, wie zum Beispiel das Shire Horse auf der Koppelinsel. Ich würde aber noch nicht sagen, dass es ein Grauschimmel ist. Ich würde schon sagen, es ist wirklich ein richtiger Schimmel. Und ich bin gespannt, so in der Richtung hatte ich mir ein Andalusia auch vorgestellt, wenn die mal überarbeitet werden. Das Einzige, was ich an dem ein bisschen schade finde, ist, dass der diese rötlichen Augen hat. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er dunkle Augen gehabt hätte. Oder dunklere, wirklich dunkelbraune Augen. Das hätte ich schöner gefunden beim Schimmel. Ansonsten finde ich den auch sehr, sehr schick. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich auch eine weiße Decke sehr gut auf ihm aussieht. Oder auch rot, leuchtende Farben sehr gerne auch. Aber ihr Lieben, ich habe mich entschieden für diesen Fuchs mit der sehr hellen, fast goldenen Mähne. Der wirklich, ja, wirklich aussieht wie ein schwarzheller Fuchs, kann man fast sagen. Das Einzige, was ihn jetzt noch vollkommen gemacht hätte, wäre, wenn er noch eine Blässe gehabt hätte. Vielleicht mit weißem Maul oder sowas. Aber ansonsten sehr schön auch mit den Stiefeln, die er da unten hat. Gefällt mir unheimlich gut von der Farbe her. Ich bin mal gespannt, was ich da drauf packe. Es soll ein Hengst werden bei mir. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken, Gold, weil die Mähne eben so golden ist. Und ich dachte, Gold Dust ist ein ganz cooler Name. Gold Dust heißt übersetzt Goldstaub. So, Gold Dust.
Yay, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Woohoo. Ja, ihr Lieben, ich lasse mich jetzt abholen. Wir sehen uns gleich hier im Heimatstall wieder und dann gucken wir mal, was ihm denn so alles stehen könnte. So, weiter geht es. Da steht der Gute neben Northwind. Mensch, Northwind sieht so riesig aus im Vergleich zu ihm. Heieieiei. So viel Unterschied ist da gar nicht. Jetzt will ich gleich erstmal einen Vergleich ziehen, wie groß er im Vergleich zum Friesen ist. Oh, ist der schön. Wow. Boah, der ist wirklich ganz toll. Also mir gefällt der Schimmel auch sehr gut. Aber das hier war wirklich so ein Wow-Moment, muss man wirklich sagen. Und der ist was ganz anderes. Der ist was ganz, ganz anderes. Und ich bin gespannt, wie die anderen Mähnen noch bei ihm aussehen. So, ich parke ihn mal ganz kurz neben Traumtänzer. So, ich habe übrigens zwei Friesen, weil manche gefragt haben, warum ich den Moon Princess, warum ich dann das Geschlecht umgewandelt habe quasi und sie zu Traumtänzer gemacht habe. Doch, also gleich groß sind sie aber. Ich bin mal gespannt. Der Trab scheint ziemlich ähnlich zu sein. Das gucken wir uns aber nachher noch an. Weil früher war ja der Friese noch, dass er so ein bisschen erhabener noch lief. Ich bin mal gespannt. Was könnte ihm denn stehen? Er hat ein sehr rotes Braun. Das sehen wir jetzt gerade im Vergleich mit diesem braunen Windzaumzeug. Ich bin sehr gespannt, was ihm steht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir gucken erstmal bei den Trensen durch. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen länger dauern. Das hier sieht tatsächlich sehr cool aus. Das ist das Anfängerzaumzeug. Ha! Warte mal, ich mach mal hier so. Nee, mache ich nicht. Ah, ich bin verwirrt. Also das sieht tatsächlich sehr cool aus, muss ich wirklich sagen. Es hat ja leider überhaupt keine Werte, aber es ist tatsächlich ganz schick eigentlich auf ihm. Aber was haben wir denn noch? Das Grün ist natürlich auch sehr cool, aber es ist ein Weihnachtszaumzeug. Beißt sich ein bisschen. Ich glaube, es wird tatsächlich relativ schwierig für ihn ein wirklich passendes Zaumzeug zu finden. Da vieles entweder einen zu ähnlichen Ton hat oder sich zu sehr unterscheidet. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns da... Ui. Auch fast ein bisschen krass. Ich hätte eine Idee eventuell. Das von den Bobcats, das Weiße. Da müsste ich nur mal gucken, wie das wäre, mit welchem Sattel. Was ich dazu für einen Sattel nehmen könnte. Müssen wir mal gucken. Nee, nicht unbedingt. Das ist das von den Bobcats. Das sieht sehr, sehr schön aus an ihm. Das merke ich mir mal vor. Das nehme ich schon mal mit. Das ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Das kaltische Sportzaumzeug ist das. Hebt sich jetzt nicht sonderlich großartig ab. Deswegen, das stört mich dann doch ein bisschen. Das ist ganz süß auf ihm. Ist aber nicht zur Championate, wenn man was Championatstaugliches sucht. Ja, ich mag die braunen nicht so auf ihm. Das hier wäre schön, aber er ist ja ein Hengst. Also ich tendiere aktuell ganz stark zu diesem hier. Da müssen wir halt wirklich gucken, was tun wir da satteltechnisch drauf. Da müssen wir ein bisschen schauen. Ich glaube, ich habe hier nicht wirklich noch großartig championatstaugliche Sättel drin. Ja, das hier. Der hier wäre auch... Blau sieht gar nicht mal schlecht aus auf ihm. Ich nehme den mal raus. Eigentlich wollte ich lieber was Grünes auf ihn draufpacken. Rosa steht ihm tatsächlich auch gut. Der wäre auch nicht schlecht. Der wäre auch nicht schlecht. Der würde auch noch zur Trense passen. Ich bin nicht der Fan von weißen Sätteln. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten die Western-Sättel sehen auch gut aus auf ihm. Das muss ich schon sagen. Diese Sättel hier sind auch sehr schön. Was Lilane würde ich ihm dann eher weniger verpassen. Wenn dann eher... Ja. Ich finde den hier fast schöner als so der Trense, muss ich ehrlich sagen. Der hebt sich auch ein bisschen besser vom Pferd ab. Jetzt will ich gleich mal gucken, wie die weiße Satteldecke aussieht. Wo habe ich die weiße Satteldecke dann drauf? Ich guck mal ganz kurz... ob ich die gerade auf irgendeinem Pferd drauf habe. Das hier ist eine kleine weiße Satteldecke. Ich finde aber, da müsste eine größere drauf. Habe ich die auf irgendwem liegen?
Ja, ich habe sie auf Moon Princess. Moon Princess trägt gerade die Satteldecke. So. Sorry, Süße, aber die brauche ich gerade mal. Die könnte ihm gut stehen. So. Ich finde es tatsächlich ein cooles Outfit auf ihm. Doch, doch. Das hat was. Das hat was. Jetzt muss ich nur noch ein passendes Outfit für mich suchen. Weil das, was ich jetzt gerade trage, das finde ich passt vorne und hinten überhaupt nicht. Muss ich mal schauen. So, Kleidung. Also, fürs Pferd habe ich schon mal was gefunden. Bandagen bekommt er nicht drauf. Ich meine, damit würden wir die wunderschönen Beine verdecken. Eher schwarze Stiefel oder eher... Ich nehme mal gerade die schwarzen. So. Habe ich die Hose von den Bobcats schon gekauft? Ich weiß es nicht. Die könnte nämlich auch sehr gut aussehen. Ich will da jetzt ungern hinreiten. Nee, die graue jetzt nicht so. Ja, die elegante Reithose könnte gehen. Ich will mal gucken, wie eine Jeans aussehen würde. Nee, das ist ein Rock. Nicht die. Die sieht zu glatt aus. Diese hier dachte ich dann eher. Finde ich jetzt aber auch nicht so. Ich bin da dann doch eher... Genau, das ist die weiße Bobcat-Hose. Die hätte ich noch. Die hätte ich auch noch, die helle Weingarten-Jeans. Eher die graue oder eher die Bobcat-Hose? Ich nehme die auch mal wieder beide mit raus. So, dass man die auch mal von hinten betrachten kann. Am Poppes. Da finde ich dann die weiße schöner. Okay, das heißt, die graue können wir wieder zurücktun. Und oberteiltechnisch vielleicht da auch was Blaues. Ich will das nicht zu extrem krass bunt mischen. Ich wüsste sogar, was da drauf passt. Aber das ist halt leider nicht championatstauglich. Ich habe diese Weingartenbluse. Ich guck mal von hinten. Ich habe hinten, glaube ich, mittlerweile die cooleren Shirts. Oh Gott, bis Seite 9 bin ich schon. Oh. Das hier ist das falsche Blau. Das beißt sich alles. Nur weiß ist auch doof. Nee. Das passt alles schon mal gleich überhaupt gar nicht. Was könnten wir denn dazu? Nein. Nee. Was könnten wir dazu nehmen? Das hier wäre auch eine Möglichkeit. Mensch, ich ziehe jetzt hier wieder das ganze Zeug in mein Inventar und dann vergesse ich dann wieder auszusortieren. Ah, ich kenne mich doch. I love Jorvik, dann bin ich halt, wie gesagt, so ultra extrem weiß. Oder man nimmt halt die schwarze Jeans. Und dann das I love Jorvik. Finde ich aber... Ich finde es... Anders vielleicht schöner. Das T-Shirt, was ich jetzt gerade habe, ist jetzt auch nicht schlecht dazu. Definitiv nicht. Das sieht auch sehr süß aus zu der weißen Hose. So ist es nicht, aber ich habe da noch was anderes im Auge. Ja. Oh Gott, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich hätte eine Spinne an der Wand, aber es war nur eine Fliege. Die Jacke wäre definitiv auch was, ist aber meiner Meinung nach dann schon wieder eher was hier für dann, wenn es herbstlicher wird. Sieht aber sehr, sehr schön aus auf ihm. Ich nehme die auch mal mit. Wie gut, dass wir hier so ein großes Inventar haben. Ich könnte ja auch den, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der, ich habe schon wieder vergessen, wie der Bug geht, dass man den Kleiderschrank mitnehmen kann, aber den möchte ich auch nicht machen. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Mensch hier. Wo ist denn das Shirt, was ich suche? Das hier ist auch knuffig. Das hier ist das. Das hat aber einen ganz, ganz falschen Blauton, sehe ich gerade schon. Das kann ich knicken. Ja, bevor ich jetzt hier noch Ewigkeiten weitersuche. Warte mal, ich wollte aber noch wieder einen Reithelm mitnehmen. Reithelm. Wo habe ich den Reithelm? Da habe ich den Reithelm. So. Weil den finde ich dann hier zu passender als so eine Mütze. Muss ich sagen.
Könnte noch einen Zylinder aufziehen. Ein Zylinder sieht natürlich auch sehr stylisch aus auf ihm. Brauner Westernhut, den gab es für einen Code. Haben wir irgendeinen Zylinder, der championatstauglich ist? Nee, ne? Ich müsste mir mal einen kaufen. Es gibt da irgendwo einen. Es gibt einen... Doch, hier, der weiße Zylinder. Genau, der weiße Zylinder ist championatstauglich. Den habe ich ja sogar. Hat schon Stil, oder? Oh Gott, mein Inventar, es ist voll. Ach nö. Es hat schon Stil, wenn ich jetzt hier... Aber was nehme ich denn jetzt vom Oberteil her? So wäre ich natürlich sehr, sehr schick. Ich meine, so kann ich ja schon fast... Na gut, die Sachen sind zu bunt, um eine Dressur zu reiten. Aber... Das finde ich aber nicht so gut. Das finde ich auch nicht so gut. Ich bin mit der Hose leider nicht ganz so zufrieden. Ha, wenn das nicht alles immer so schwer wäre... Und wenn ich doch so reite, sieht halt sommerlicher aus als mit der lilanen Jacke. Ich glaube, ich mache das jetzt so. So haben wir doch eigentlich ein ganz süßes Outfit gefunden. Ich bin sehr gespannt. Es ist was ganz, ganz anderes. Ich bin sehr auf eure Meinungen und Wertungen gespannt. Aber mir fällt gerade noch was auf, was ich noch gucken wollte. Und zwar... Ach nee, warte mal. Die blaue Schleife hat, glaube ich, meinen Araber noch drauf. Ich hätte nur die hier. Die, finde ich, passt überhaupt nicht. Das ist auch nichts. Nee. Aber ich finde, er sollte schon so ein bisschen irgendwie Deko haben. Das klingt auch, er sollte Deko haben. Eine Schleife vom Fischerwettbewerb würde zum Sattel passen. Silberne Schleife passt nicht. Die passt nämlich nicht zur Trense. Nee, das sieht auch nichts aus. Nein, definitiv nicht. Ja, ich überlege. Eine Sonnenblume vielleicht. Gold Dust. Aber dann sieht er nicht mehr so hängstig aus. Das Kleeblatt. Ist er so bunt? Ich glaube, ich muss mal gerade noch einmal an Snowhoof und ihm das Ahornblatt aus Golden Hills klauen. Ich nehme jetzt schon fast 20 Minuten auf und jetzt kommen gleich noch die Gangarten und der Friseur. Na super, habe ich ja ganz toll hinbekommen. Hier, nimm mal die Satteldecke, halt die mal. Oh Gott. Ich hier wieder. Ja, das sieht doch gut aus. So, ich würde jetzt einen kleinen Cut machen. Ich präsentiere euch dann gleich die Gangarten und zum Schluss geht es noch zum Friseur. Bis gleich! So, und weiter geht es mit den Gangarten. Wir gucken erstmal natürlich, wie es aussieht, wenn er steht. Da hat er dieselben Animationen wie der Friese, guckt so ein bisschen rum, hebt dieses Bein so anmutig und schaut in die Ferne. Das ist eigentlich genau dasselbe wie beim Friesen. Ich denke auch die Gangarten, wir haben ja eben den Trab schon gesehen, wo er auch die Beine genauso hochhebt. Wie auch der Friese. Von daher, doch, machst du. So, wir gehen mal in den Schritt. Sehr schön. Ach, ich mag die Animation von diesem neuen Modell unheimlich gerne. Ihr seht übrigens, ich habe den Sattel noch geändert in den Shabby Chic Sattel, den man auf der Koppelinsel bekommt. Fand ich dann doch schöner als diesen Farbklecks auf dem Pferd. So, der Trab. Dann gehen wir in den Arbeitsgalopp. So. Bräuchten in Jorvik mal viel mehr dieser Plätze. Hier war ich jetzt gerade am schnellsten. So. Zack. Und der leichte Galopp. Gucken wir uns natürlich auch noch an. Genauso wie ein Blick über den Abgrund. So. Wir beschleunigen nochmal einen Ticken. So. Ah, das ist so schön. Diese kraftvolle, der kommt aus der Schulter raus, der hat Schub in der Hinterhand. Ich finde es grandios, nach wie vor. So, und jetzt legen wir nochmal richtig los. Und setzen an zum
Sliding Stop. So, ja, wir fliegen wieder so nach vorne. Schade, dass sie das nicht mal hinbekommen. Das finde ich immer ein bisschen, ja, blöd. Ansonsten, es sieht immer ein bisschen hart aus, wie das Pferd angehalten wird. Es sperrt ja auch das Maul auf, aber gut. Das Steigen. Auch das wurde genau vom Friesen übernommen. Die Mähne weht mit. Sieht einfach so unglaublich schön aus, muss ich wirklich sagen. Ganz, 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 ganz toll. Großes Kino. So, rückwärts richten. Das sieht so aus. Das ist so, oh, das ist so ein Träumchen. Das ist so ein Träumchen. Das sieht so, 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 so schön aus. Gefällt mir. So, das Springen. Aus dem Arbeitsgalopp. Finde ich nach wie vor schön, weil der Reiter da bis auf die Phase, wo das Pferd wieder aufkommt und das Bein ein bisschen nach vorne rutscht. Ansonsten ist aber die Pose verhältnismäßig gut eigentlich getroffen. Gut, ja, wie gesagt, er rutscht halt aus dem Sattel, aber gut. Aber ansonsten sieht das Ganze gut aus. Gefällt mir. So, jetzt werde ich mal noch absteigen. Gucken wir mal, ob er vielleicht anfängt zu grasen. So. Und ja, er fängt an zu grasen. Ja, der Hals ist ein bisschen verunglückt. Das war aber auch beim Friesen schon so. Das ist aber trotzdem besser gelöst als bei den anderen Rassen, die wir in Star Stable so kennen, die grasen. Finde ich persönlich besser, weil bei den anderen sah das immer so ein bisschen aus, als ob sie sich einen Genickbruch zuziehen würden. Das ist beim Friesen definitiv besser. Oh, schön. Jetzt geht er so ein bisschen in die Entlastungshaltung. Obala. Stellt ein Hinterbein so ein bisschen in diese Döshaltung. Ach, ich liebe diese Stiefel. Ganz, ganz toll. Ja, jetzt hier ist aber mal genug gefaulenzt. Jetzt wird geführt. Und so sieht das Führen aus. Auch sehr schön, mir gefällt das. Hier Zügel ist natürlich... So sollte man natürlich kein Pferd führen. Die Zügel sind ein bisschen zu stramm. Man geht normalerweise auch nur leicht vor dem Pferd, beziehungsweise eher neben dem Pferd. Auf Schulterhöhe und nicht so weit vorne. Aber gut. Es sieht trotzdem sehr schön aus, muss ich sagen. So, und das Ganze so ein bisschen von vorne. So. Ach ja. Haben sie gut gemacht. Da kann ich nicht wirklich großartig dran rummäkeln. Wie ja auch schon beim Friesen nicht, wo ich ja auch sehr, sehr, sehr begeistert war, muss ich wirklich sagen. Gut. Das war's, glaube ich, mit den Gangarten. Jetzt habe ich ganz vergessen zu zeigen, wie es aussieht, wenn das Pferd frisst und so weiter und so fort. Das werde ich auch mal noch eben zeigen. Ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Pflege und das Füttern und Tränken. Ich denke, ich werde nur das Füttern zeigen, weil das Füttern und das Tränken ja genau gleich aussieht. Ich fange aber mal mit dem Putzen an. Wir putzen hier über den Hintern drüber. Er schaut ganz irritiert. Was? Du betatscht mich am Popo? Mensch. Das Hufauskratzen finde ich auch gut gelungen. Wie eben auch schon beim Friesen. Und das Füttern sieht so aus. Er mampft ganz genüsslich, lässt es sich schmecken. Man sieht wirklich, dass es ihm schmeckt. So, jetzt nochmal ein kleiner Cut und dann geht's ab zum Friseur. So, und da sind wir auch beim Friseur angekommen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das die denn andere Frisuren stehen würden. So, wir gucken uns erst nochmal die Standardmähne und den Standardschweif an aus verschiedenen Kameraperspektiven. Sehr, sehr schön natürlich der Schopf und den Schweif finde ich ein Traum. Ganz, ganz toll. Schauen wir uns die kurze Mähne an. Die finde ich ein bisschen zu struppelig bei ihm. Ich mag den vorderen Bereich nicht gerne. Den finde ich nicht so schön. Das ist, die müssten es auch hier oben auf dem Kopf. Das ist alles so ein Wirrwarr. Man weiß quasi gar nicht, in welche Richtung die Haare überhaupt fallen. Sieht richtig verknotet aus. Das müssten sie eigentlich mal, ja, verbessern. Kann das sein, dass er damit direkt schlanker wirkt? Die Zöpfchen. Die Zöpfchen sehen richtig schick aus bei ihm. Ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Unheimlich schick. Wie gesagt, da wäre es jetzt schön, wenn er noch ein Sternchen oder eine Blässe gehabt hätte. Das wird dann die Zöpfe irgendwie nochmal, ja, nochmal schöner rausbringen. Der Schweif ist leider verwaschen. Den hätte ich mir wieder, ich hätte mir schärfere Texturen gewünscht. Das finde ich nicht so gut gelungen. Hier sehen wir ja ganz klar, man sieht die einzelnen Haare. Also es sind keine einzelnen Härchen zu sehen, klar, aber man sieht schon, dass die Strähnen eben im Schweif angedeutet sind. Und das fehlt mir hierbei eben leider komplett. Hierbei ist es zum Beispiel schon wieder besser gelöst. Schade, dass es hier so verwaschen ist.
So, wir haben die Mähne, die die Pferde standardmäßig am Anfang haben. Und Himmel, wie sieht denn der Schweif aus? Na gut, kommen wir gleich noch zu. Die Mähne an sich gefällt mir sehr gut bei ihm. Haben sie schön gemacht. Ja, das Pony ist auch wieder, der Schopf ist auch wieder so ein bisschen verwaschen. Aber was haben sie mit dem Schweif gemacht? Was haben sie denn? Das ist ja eine komplett versaute Föhnfrisur. Warum macht der denn... Ich... Oh Gott, nein. Ich sag dazu nichts mehr. Und wir haben die... Ja, Wildpferdemähne. Sieht von der Seite her ganz schick aus. Beim Schopf, der ist aber auch wieder so... Ja, hat quasi keine Textur. Das stört mich da auch wieder. Macht für mich die Frisur kaputt. Der Schweif ist jetzt nicht so schlecht, aber für mich klarer Gewinner eindeutig die Standardmähne auf diesem Pferd. So, ihr Lieben, das war es dann aber auch schon vom Kaufvideo vom friesischen Sportpferd von Stardust, von Dusty. Wie gesagt, jetzt kommt kein Musikvideo mehr. Wieso, habe ich am Anfang erklärt. Das kommt dann morgen. Weil ich morgen sowieso kein Video hätte, was ich sonst bringen kann, kommen da morgen Wins and Fails und das Musikvideo eben von Dusty. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare zu den Mähnen, zu den Pferden an sich. Welches habt ihr euch vielleicht gekauft? Welches würdet ihr euch gerne kaufen? Ich bin gespannt. Lasst mal einen Kommentar da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!